to me, this is more than a video game. It's just, it's a means to be able to talk to people. I wanted to talk about my son. I think there's so much that I don't know because we're doing something that people just don't do. It's like, I don't know, do you point a camera at somebody on their deathbed? Like, I don't know. I can get so busy doing this game for Joel that you're not. That I'm not playing with Joel. I don't know the ending. It's about what do we do in the middle of it. This is a way that I can honor him while he's living, and even making a game allows me to escape. But you can't escape forever. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Dragon Cancer, dem neuen Spiel von Numinous Games, welches mir sehr als atemberaubend, aber auch ziemlich emotional schien. Mein Name ist übrigens Melek und ich freue mich, dass ihr hier mal wieder eingeschaltet habt, denn Krebs kann uns alle betreffen. Wir befinden uns quasi in der Haut von Joel Green, das Kind, das im Alter von einem Jahr Hirntumore bekommt. Leider wird seine Entwicklung ziemlich eingeschränkt. Aber das ist noch nicht alles. Sämtliche Audiomaterialien, die wir hier hören, sind im Übrigen original vom Vater aufgenommen worden. Das ist kein Fake oder sonst was irgendwie nachgespielt. Das bedeutet, wir werden bis zum 5. Lebensjahr möglicherweise den Tod von Joel miterleben. So authentisch, wie es geht. Ich blende hier nochmal vielleicht die Eltern des Kindes ein, welche wagemutig gewagt haben, dieses Ereignis zu inszenieren. Ganz gleich, welche Assoziationen sie hatten. Isaac, you gotta give him little pieces. He doesn't understand. Here you go, Joel. Here's a piece. Okay, now you throw it. Joel's almost 5, right? Yeah. But But he can't talk. It's true. Yeah. Wolves can talk. Yeah, I know. Why can't Joel? Well, Joel got sick right after I turned 1. Kind of slowed him down a little bit, buddy. So he's just slower than most kids. I think eventually he'll catch up. I think Joel will. Yeah, I think Joel will read eventually. Well, Isaac, of course. He's just delayed. Because, you know. Yeah. Joel's supposed to be a boy. But he's a baby. He's a boy baby. Yep, he's a boy baby. That's just about right. You know, there's lots of things Joel isn't good at, but there's some things he is good at. What is he good at? Eating, laughing. Yeah. I'm good at making him laugh. You are good at making him laugh. How do you make him laugh? I fall down. Yeah.
It's really funny when you fall down. He's gonna kill me with my gloves. Yeah. Ziemlich viel auf Englisch. Ich hoffe, ihr kommt mit, weil das ist gerade sehr, sehr emotional. Und ich hoffe, es wird auch wirklich weiterhin so bleiben. What does Joel love? Wawa. In cups and bathtubs. In the warm, wet tongues and the cool fur of Das. You be the sweet moise of daily affection. And bye-byes. And blown kisses. And more. Oh, always more. This full list of words. So few. Das ist also dieser Park, wo die Eltern gewesen sind. Beziehungsweise der Vater. Und ich will nicht wissen, was die Eltern sich dabei gedacht haben hier. Welche Momente sie überhaupt erlebt haben. Atemberaubend, einfach nur atemberaubend. Und ich glaube, wenn ihr überhaupt jemanden verloren habt, der irgendwie Krebs hatte oder sowas, der wird sicherlich vielleicht denken, hey, ich fühle mich gerade ein bisschen angesprochen, das, was hier gerade passiert. Fängt natürlich alles ein bisschen low an, ne? Es ist jetzt nicht super krass emotional. Ich denke, die Dramaturgie steigt hier so ein wenig zumindest. Und jetzt kommen wir einmal, glaube ich, rechts oder links lang. Und wir gehen, glaube ich, zu diesem kleinen Stamm, zu diesem Baum, das Schwarze da. Und ich glaube, wir wissen, was das inszenieren soll. Bei dieser Atmosphäre, bei diesem Spiel. Nichts anderes eigentlich, dass alles grün ist. Und ein so ein Baum, beziehungsweise ein kleiner Baum, schwarz ist. Ein Fleck, das ist wie ein beflecktes Blut, kann man sagen. Oder weißes Blatt Papier mit einem Blutfleck. Es scheint einfach sofort penetrant in die Augen. Oh, Backe, das sieht nicht schön aus, ey. Ich kann jetzt schon ein bisschen mitfühlen, was die Eltern sich hierbei gedacht haben. What is pain without a word for it? What is hope? Without a word for it. Who is God? What is joy? Das war wohl gerade der Virus, der sich langsam ausbreitet, langsam aber sicher. Obwohl ja alles noch so ein bisschen schön dargestellt ist, wenn ich das sagen will. Aber gegen so ein Virus, was soll man schon machen? Ich möchte gar nicht wissen, welche Emotionen die Eltern vor allem hier in das Spiel involviert haben. Alles sehr impressionistisch dargestellt. Und dort hinten sitzt der Vater mit den Kindern. Und eins davon müsste Joel sein. Who am I to him? Dada.
unglaublich. Das ist der Spielplatz. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an. Hier endet unser Part von Let's Play der Dragon Tänzer. Lass gerne eine Bewertung da. Und das Spiel geht auch nicht lange, nur mal so nebenbei. Ich weiß nicht, wie viele Sequenzen wir erleben werden, aber ich bedanke mich hier, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich über jede Bewertung. Bis dahin.